Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge. Heute endlich wieder mit NBA 2K23. Wir sind wieder in der Bulls-Karriere und spielen heute das Match gegen die Sacramento Kings. Morgen folgt dann um die gleiche Uhrzeit die Begegnung gegen die Los Angeles Lakers. Wenn euch die heutige Folge gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da, vergisst den Kanal nicht zu abonnieren und dann würde ich sagen, gehen wir in das nächste Match gegen die Sacramento Kings. Ich denke, wir werden mit Simcats simulieren. Oder wir spielen wieder das komplette Spiel. Das ist jetzt die Frage. Mit Simcats Live war das schon nicht schlecht in der letzten Folge gegen die Pistons. Und ich denke, das werde ich auch wieder in dieser Folge so angehen. Let's go. Ich werde im jeden Viertel einmal ganz klar reingehen. Mal gucken, wie es läuft hier. Die erste Chance gehört auf jeden Fall den Kings. Um DeRozan, Adebayo, Sachs. Und wir gehen in Führung. Natürlich mit 2 zu 0 erst einmal. Mal sehen, wie es so weitergeht hier in dieser Folge. Wäre natürlich eine ideale Lösung, wenn wir mit 3 Siegen aus 3 Spielen in die Saison starten. Das wäre natürlich den Erwartungen entsprechend sehr hoch. Wir hätten die Erwartungen übertroffen. Aber das waren ja auch nicht so arg viele Top-Duelle. Hier ein Dreier und damit gehen wir mit 5 zu 0 in Führung. Klar, das erste Spiel gegen die Phoenix Suns war schon effektiv. Die zweite Begegnung dann gegen die Jungs aus die Detroit Pistons war natürlich auch nicht so schlecht, dass wir gegen die auch gewonnen haben und das auch noch deutlich. Und hier könnte es auch wieder deutlich sein. Ich denke mal, ich gehe mal ins Spiel und springe mal hinein. Nächster Chance. Nächster Treffer. 7 zu 0 für die Bulls. Also, es läuft hier in dieser Karriere. Und vor allem, was macht denn LeBron James für eine Saison? Jetzt haben wir wieder die Möglichkeit. Good. 9 zu 0, also wir deklassieren die Sacramento Kings per excellence, das ist wirklich brutal. Jetzt mal ein Treffer für die Kings, 9 zu 2, aber das ist schon eine deutliche Führung gegenüber den Duellen gegen die Suns, da waren wir deutlich hinten, ne? Sind dann aber rechtzeitig zurückgekommen und haben die Partie dann am Ende noch für uns entschieden. Und seitdem sind wir nicht mehr im Rückstand geraten. Ne? Klar, das waren jetzt 2 Spiele. Trotzdem. They need to make sure everyone is locked in and on the same page. The Kings have gone 2 for 5 here in the first. Natürlich müssen wir aufpassen, dass die Kings nicht ausgleichen, ne? Das könnte ganz schnell nach hinten losgehen. Brunson finds James. Foul. Wir bekommen, glaube ich, einen Freiwurf. Zugesprochen, jawohl. Und es ist natürlich LeBron James. Der trifft zum 12 zu 4 aus Sicht der Bulls. Es läuft in dieser Saison für uns ziemlich gut. Drittes Spiel. Es scheint wirklich auf den nächsten Sieg rauszugehen. Und das übertrifft natürlich die Erwartungen. Das ist klar. 14 zu 6. LeBron James, dank ihm sind wir auch hier richtig gut in dieser Saison.
Er curbt, wie er möchte. Und trifft, wie er möchte. Und da unten ist er ganz frei. Macht die nächsten Treffer und es steht somit 16 zu 6. Wir sind jetzt schon 10 Punkte in Führung. Die Bulls dominieren die NBA. Und wir sind schon immer noch im ersten Drittel. Oder im ersten Viertel, besser gesagt. 16 zu 8, das ist immer noch zu deutlich, diese Führung. Da verliert James kurzer Hand den Ball. Und die Bulls machen es jetzt natürlich überlegt. Die haben keine Eile. Nächster Treffer, 18 zu 8. Und das war sehr gut herausgespielt. Wir haben Handball gespielt, das kann man so sagen. Und dann den Korb getroffen, während die Kings mit uns zu kämpfen haben. Dank James läuft es auch hier so gut. Hier der Dreier einfach sensationell, dieser Typ hier. Er ist so brutal. Es ist Halbzeit oder Viertelpause, besser gesagt, und wir führen schon im ersten Viertel mit 18 zu 8 gegen die Sacramento Kings. Ich will nicht wissen, wie es morgen dann ausschaut gegen die Los Angeles Lakers. Was wäre es gewesen, wenn der auch reinging, dann würde es 21 zu 8 stehen. Das ist wirklich brutal, wie wir auftreten hier in dieser Reihe. Die Kings treffen zwar den Korb, aber trotzdem, wir sind hier deutlich am Drücker. James ist dabei raus, die anderen müssen es richten und die machen es richtig gut. Hin und her spielen praktisch die Jungs schwindlig und treffen dann 20 zu 10. Brutal. Melton geht einfach und jetzt dort im Ballbesitz. McConnell, Tillman auch. Tillman ist ein sehr guter Bestandteil der Bulls, wie ich finde, in dieser Saison. Die machen es richtig gut. Und das bewahrt sich auch. Das lohnt sich, hier dran zu bleiben. Denn es ist spannend, hochklassig, auch wenn der Ball nicht in den Korb ging. Oh je, jetzt schwächen wir ein bisschen, aber trotzdem, wir führen immer noch mit 20 zu 10. Und sie kommen langsam und das macht es halt auch im Basketball aus. Es kann echt schnell gehen. Das haben wir auch gegen die Phoenix Suns gesehen. Deswegen netzt auch Thielmann nun ein. Und es steht 22 zu 12 für die Bulls. Nächste Timeout. Es läuft ziemlich gut hier in dieser Karriere bis dato. Und wem NBA nicht so interessiert, der kann natürlich auch meine anderen Karrieren anschauen in NFL mit den Miami Dolphins. Da läuft es alles andere als gut. Da müssen wir gerade so um die Teilnahme an den Playoffs bangen und kämpfen. Ne? Da sind wir auch ziemlich weit in dieser Karriere. Also das möchte ich euch natürlich auch noch ans Herz legen. Und die Bulls machen es natürlich schnell. Wollen es natürlich besser als die Dolphins machen, ganz klar. Im American Football. Und natürlich die 7 Karrieren, für das dieser Kanal eigentlich steht, jahrelang der Karrieremodus in FIFA 23 mit 7 Teams nun, unter anderem mit Juve, dem ersten FC Köln, dem FCA und AC Florenz.
Und natürlich Crystal Palace darf man nicht vergessen. Die Köln-Karriere ist in dieser Zeit somit einer der längsten. Hier. Da sind wir schon seit FIFA begonnen hat. Das ist die erste Karriere. Die möchte ich auch bis zum Schluss durchziehen. Eine Karriere maximal möchte ich immer bis zum Schluss durchziehen. Das möchte ich jetzt so machen. Ich möchte nicht Karrieren beginnen und sie dann wieder abbrechen. Ne? Wenn dann eine Saison, aber mitten in der Saison ist es natürlich schlecht, wenn man die abbricht, besser gesagt. Das ist völlig klar. Und das zweite Drittel ist hier auch gleich vorbei. Guter Versuch und der nächste Treffer. Es läuft. 35 zu 18. War das ein 3? Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. 35 zu 21. Und ich denke, wir können jetzt dann gleich das Drittel, Viertel simulieren. Und was hatte da denn der World James jetzt für einen Gesichtsausdruck? Ihm hat wohl nichts gepasst hier. Es ist Halbzeit. Perfekte Zeit. Die Halbzeitshow anzugehen, das finde ich auch ziemlich geil. West Ham, wir führen tatsächlich gegen die Kings deutlich, obwohl die die meisten Siege haben. Das ist wirklich phänomenal, richtig gut hier. Und wir dominieren sie, als würden sie irgend so eine Amateurmannschaft sein. Das ist brutal. 35 zu 21, bester Scorer ist natürlich LeBron James auf unserer Seite, der dazu beigetragen hat, dass es so gut läuft hier in dieser Partie gegen die Kings. Gruß geht raus an Veloce. Und ich denke, wir können jetzt wieder in die Seamcast gehen. Mal gucken, wie es läuft. Deutliche Geschichte ist es hier bis jetzt. Es läuft ziemlich gut. Und es soll natürlich dabei bleiben hier. LeBron James ist da ganz frei, aber Tillmann verwandelt. 37 zu 21. Mich interessiert auch mal, wie es ist, wenn wir nur die Simcast simulieren, also ohne Simcast live, wie das so das Feeling ist. Das interessiert mich natürlich auch noch. Und während wir hier in der Simcast live sind, möchte ich mich natürlich auch für die hohe Abonnentenzahl bedanken. Ich hätte niemals gedacht, dass es so weit mal kommen würde, aber mich zeigt das auch, dass die Videos sehr gut ankommen. Zwar sind das gerade nicht 50 Aufrufe, aber trotzdem immerhin etwas. Und dafür möchte ich mich natürlich bedanken. Das ist klar, jetzt bekommt der Rosen einen Freiwurf, den er natürlich verwandelt. Den nächsten macht er auch. Und es ist jetzt ein Stand von 37 zu 23. Oh, habe ich 27 gesagt? Natürlich 37 zu 23. Wir dominieren auch die Sacramento Kings. Machen einen Dreier und somit führen wir mit 40 zu 23. Also ob eine Mannschaft jetzt noch die Chance hat, uns zu überholen hier, das bezweifle ich. Hier haben wir jetzt James, der natürlich sehr viel Platz hat. Er kann da durch und Young macht ihn. Was war das für ein Konter, würde der Fußball Experte sagen, aber wie schnell wir umgeschaltet haben, war sensationell, möchte ich mal behaupten. Und ich denke, wir können wieder hineinspringen. Springen wir wieder in das Geschehen ein. Spielstand 42 zu 23, es läuft.
dank James, der jetzt auf 44 zu 23 stellt. Also jeder Angriff ist ein Korb, kann man sagen. Die Kings ohne Chance hier gegen uns. Ich denke, wir gehen jetzt bis ins Viertel, bis in Mitte des nächsten Drittels oder des nächsten Viertels. Und dann werden wir natürlich den Rest nochmal in der Simcast simulieren, also nicht in der Simcast live, sondern nur in der Simcast. Was für ein Ball auf McConnell, aber er trifft nicht, schade. Trotzdem ist ziemlich gut, auch wenn es nicht so deutlich ist wie die letzten Spiele. Trotzdem bin ich richtig zufrieden. Jawohl, 46 zu 25. Sehr schön. Tremendously right now. Sacramento has gone 0 for 2 from outside here in the third. No wobble with it, and it's Brunson picking him up to the middle. Stewart, and no good. And it's Chicago. LeBron James. And right now, kann er wieder so durch? Kann wieder so durch, aber er trifft diesmal nicht. Schade. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Simcast. Und man sieht es hier, wir dominieren die Sacramento Kings auf jeden Fall. Das ist brutal. Simulation vorsetzen. Jetzt haben wir es. Oha, 53 zu 27. Also wird es doch etwas deutlicher hier. Und ich denke, jetzt können wir wieder einspringen. In die letzten Minuten dieser Begegnung. Er steht 63 zu 38. Wir haben schon fast gewonnen. Aber genießen wir es nochmal, bevor es morgen zum Topspiel geht gegen die Lakers. But when one of your stars goes down, there's not much you can do. They've got DeMar DeRozan. Die Lakers auch einer meiner Top-Mannschaften, wo ich überlegt habe, mit ihnen eine Ära zu beginnen. Aber ich habe mich dann doch für die Bulls entschieden, da ich einfach die Bulls mag. And it was a big time performance across the board. They looked like they were having fun out there, Grant. Yeah, BA, it was almost like watching a cat play with the mouse. I mean, they did pretty much anything. Vielleicht sollten wir auch überlegen, mal die Schwierigkeit ein bisschen hochzustellen. 65 zu 40. You can do it with pace. You can do it with patience and efficiency. Tonight he did it by owning the boards. Und LeBron James, immer wieder LeBron James. Was er für Treffer macht, das ist wirklich phänomenal. Und er macht es natürlich hier deutlich. Aber die Kings auch sehr gut. Adebayo, Meltner, James. Hätten wir James nicht, wird es nicht so hoch sein. 69 zu 42. Also, wenn sich wirklich James mal verletzt, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein gewaltiges Problem. Klar haben wir noch Tillman, McCobble, aber trotzdem. LeBron James, einer der Topscorer, wenn nicht sogar der Topscorer der NBA. Er trifft gefühlt 100 Mal in Spielen. Und hier ist auch Man of the Match, James, ein Blick auf ihn. Die Kings ohne Chance, 69 zu 42 heißt es am Ende. Hier gegen die Sacramento Kings, das ist das Endergebnis. Sehr schön. LeBron James wird natürlich ein Faktor auch sein in der Partie gegen die Lakers morgen dann um 12 Uhr hier ein Interview, das finde ich auch ziemlich geil. Hören wir mal kurz rein. Well, we got a couple days off. You know,
but everyone needs to stay in tune. You know, even though we're not going to be on our feet or on the basketball court, everyone needs to continue to just, you know, work your mind, work your body as well, and you know, get ready for practice. Well, try to mix in a little rest before you get back to the grind and enjoy it. Thanks, LeBron. All right, Allie, good stuff there. Thanks for that. Well, folks, that's going to do it for now. For Steve Smith. Ziemlich nice. Bester Spieler LeBron James. Und ich würde sagen, wenn euch diese Folge wieder gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wir gucken einmal kurz in die Tabelle, wenn wir das machen könnten. Jawohl, in die NBA-Tabelle. Wir sind Erster mit 3 Siegen aus 3 Spielen. Das ist phänomenal. Jetzt warten die Lakers. Dann spielen wir hier gegen eine Mannschaft, die ich jetzt nicht kenne. Gucken wir einmal nochmal in die NBA-Tabelle. Es sind die Hauptstädter sogar. Es ist Washington Wizards. Und dann treffen wir auf die San Antonio Spurs. Also das wird heftig. Erstmal ganz klar das Match gegen die Lakers. Wie sind die eigentlich in diese Saison gestartet? Ah, sind auf Platz 6. Sie haben ein Spiel verloren, okay. Na gut, wir werden es in der nächsten Folge sehen. Das war ziemlich geil, wie wir aufgetreten sind. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vergiss den Kanal nicht zu abonnieren. Und dann sehen wir uns morgen um 12 Uhr zur Party gegen die Lakers. Bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao.